So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von RENTV News, Nachrichten und Informationen aus dem digitalen und realen Rennsport. Was war, was kommt? Aber zunächst berichten wir über den digitalen Motorsport und ich sage auch Torsti und Maurice, servus, grüßt euch, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin tierisch aufgeregt, da steckt verdammt viel Arbeit drin. Und ich hoffe, dass heute alles glatt geht. Ja, sehr schick, genau. So muss es doch sein. Also, machen wir weiter. Am 28.11. diesen Jahres fand das 10-Stunden-Rennen von Yellow Flag auf dem Circuit de Catalunya statt. An den Start gingen 26 Teams aus der GT3 und GT4-Klasse. Die extrem wechselhaften Wetterbedingungen bestimmten das Renngeschehen und war vor allem nach dem Update für alle Fahrer eine große Herausforderung. Und dann kommen wir auch schon zu den Ergebnissen. Am besten kamen die Fahrer vom italienischen Team IRS Racing zurecht. In der GT3-Wertung das Endergebnis auf Platz 1 IRS Racing Team Andrea Giudice, Emanuele Reale. Auf dem zweiten Platz Backpack Racing mit Tobias Wengerek, Samuel Hollobeck und Chris Egon. Auf dem dritten Platz Low Fuel Motorsport mit Brian Kingsley, Boris Schalk und Luca Zimmer. In der GT4-Wertung, da sind wir, auf Platz 1 Pitspeed Racing 2 mit Sven Freitag und Sven Chedron. Wir haben auf dem zweiten Platz das Team, Test-Team Please Ignore. Das können wir jetzt leider so nicht. Die Fahrer Alex Roche, Caleb und Ole Zech. Auf dem dritten Platz das Team One-Man-Show. Und das war er auch. Der Ben Leisling hat hier den dritten Platz belegt. Ist die 10 Stunden komplett alleine durchgefahren. Sehr schön. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen runter scrollen. Ja, ich habe hier Regie, Bildführung, Kameraführung. Ja, wobei der Kameramann, der sollte das, denke ich, alles soweit hinbekommen. So, eine Woche später, am 4.12. hatte der Real Racing Club RRC nach Monza zum 12-Stunden-Event eingeladen. Italien zeigte sich von der besten Seite und war durchgängig trocken bei fast wolkenlosem Himmel. Ihr seht es auch in der Abbildung. Hier fuhren im BMW M4 Moritz Kühne, Maximilian Grossengesse von Lead Lab Octobear Racing. Wir haben auf Platz 2 Nord Brabant and the Rest, die Fahrer Pim van Miel, Nick Knippels und Christophe Verstrepen. Und auf dem dritten Platz Pickpoint Racing, Wehrseifen mit Remo Grossenbacher, Fabian Lorenz und Marco Littenbauer. So, alle Ergebnisse dazu findet ihr natürlich auch auf der Race App, da könnt ihr euch auch jederzeit informieren. Zeitgleich zu diesem Event fand in Italien ein weiteres Highlight statt, das 12 Stunden Misano Endurance Rennen von LFM Low Fuel Motorsport. In dem hochbesetzten Fahrerfeld konnten sich die Fahrer von Garage 991 durchsetzen und holten sich den ersten Platz. Den BMW M4, den steuerten Jonas van Treuten, Marco Bischoff und Nils Naujox. Auf dem zweiten Platz fuhren die Jungs von Gardi Racing, Jakob Ostermann, Daniel Klein und Maximilian Wohlmuth. Und auf dem Platz 3 landeten Dorking mit den Fahrern Darren King, Jan Wilhelm van Ommen. Auch hier die Ergebnisse, die kompletten Ergebnisse könnt ihr natürlich auch auf lowfuelmotorsport.com entsprechend nachlesen. Da geht er einfach auf den Reiter Endurance.
So, dann aufgrund des Updates und damit verbundenen Serverproblemen wurden auch einige Endurance-Rennen abgesagt. Unter anderem auch das 12-Stunden-Bathurst-Event von Rennwelten hätte stattfinden sollen am 27.11., wurde jetzt verschoben auf den 5.3.2022, also es wurde hinten dran gehängt und fällt damit auch nach wie vor in die Wertung des Race of Chapaneros, kurz ROC. Ja, das am 12.3., also am 12. März nächsten Jahres durchgeführt wird. So, damit sind wir schon in der Vorschau. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen wieder runterscrollen. Chip, chip, chip. Die Rendurance, die Endurance-Serie von Rennwelten, reist nach Spa. Dort wird am 18.12. das 8-Stunden-Spa-Rennen stattfinden. Am 22.01. dann die 24 Stunden von Silverstone. Und ebenso am 18.12. findet das Endurance-Rennen von Simrad statt. Es geht nach Paul Ricard. Die Fahrer werden sich 6 Stunden lang unter Beweis stellen. Und auch hier werden einige Teams von Rennwelten eSports an den Start gehen. So, und bevor wir nun zum realen Motorsport kommen, kurz zur Info. Ja, seid ihr selbst Veranstalter oder Organisation von Veranstaltungen, dann lasst uns bitte eure Informationen idealerweise inklusive Bildmaterial zukommen. So können wir diese dann auch hier entsprechend berücksichtigen und auch mit aufführen. Ja, entweder schreibt ihr direkt dem Kevin Renn oder mich über Discord an oder schreibt uns auch gerne per E-Mail redaktion@rennwelten.online. Die Kontaktdaten werden dann auch am Ende nochmal mit eingeblendet, beziehungsweise schaut auch gerne auf den Discord. So, aber nun zum realen Motorsport. Wir fangen da mal mit den Ergebnissen der einiger Rennserien an. Also ich kann auch sagen, wir haben da noch nicht alles drin, was es denn so gibt. Ja, wir werden das Schritt für Schritt weiter ausbauen und ja, werden dann weitere Infos und auch Rennserien hier mit aufgeführt werden. So, schauen wir aber mal weiter und zwar zur DTM. Ja, die fand ja dieses Jahr auch statt und der Champion bleibt Champion. René Rast feiert seinen dritten DTM-Titel. Ja, der hat in nur 4 Jahren 3 Titel geholt, einmal Vizemeister und 24 Siege. Also der ist richtig schnell unterwegs und ist damit auch mit 24 Siegen erfolgreichster Audi-Werksfahrer der DTM-History. Also schon mal ganz interessant. Dann schauen wir weiter zur GT Masters. Und Ricardo Feller und Christopher Mies. Das sind die deutschen GT-Meister 21. Zweiter Titel im ADAC GT Masters für Mies. Der hat sich den Titel schon mal geholt. Und Feller gewinnt sowohl den Fahrertitel als auch die Pirelli Junior-Wertung. Das Finalrennen auf dem Nürburgring gewann übrigens SSR Performance im Porsche mit seinen Fahrern Michael Ammermüller und Christian Engelhardt. So, nun zu den Kurzmeldungen. Das Finale der IGTC-Saison der Intercontinental GT Challenge wurde verschoben, leider. Aufgrund der vor Ort herrschenden Situation, bedingt durch Corona, musste das 9-Stunden-Kialami-Rennen vom 4.12. auf den 5. Februar 2022 verschoben werden. Ja, das zum einen sehr, sehr schade. Und wir haben noch eine Meldung aus der DTM und zwar spektakulärer Neuzugang für die DTM 22 SSR Performance bestreitet mit 2 Porsche die komplette Saison. Also im neuen Jahr wird da mit Sicherheit auch ganz interessant werden und wir halten euch natürlich da auch auf dem Laufenden.
So, und vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, an diesem Wochenende ging es in die GT-Winterserie. Ja, für viele, die sie nicht kennen, hier mal ein paar Fakten. Wir haben hier auch noch natürlich die, ja, jetzt hat der Kameramann die falsche Kamera gewählt. Switch mich mal bitte, nee, in die Richtung, damit ich, ja, genau. Perfekt, so schaut es doch schon sehr gut aus. Also, es gibt vier Veranstaltungen auf den besten Strecken Spaniens und Portugal. Bei jedem Race-Event gibt es zwei Sprintrennen und ein Endurance-Rennen. Die Teilnahme ist möglich mit der Rennlizenz National A, wirksam zum Erlangen der Rennlizenz International C. Ja, es gibt hier 35 Einschreibungen, unter anderem fährt hier auch mit das Drago Racing Team ZVO, also von Zakowski und Van Ommen. Sehr schön. Und wir haben auch mehrere Klassen, also es ist Wahnsinn. Wir haben hier 10 unterschiedliche Klassen. Prototypen, wir haben die GTR, das sind Fahrzeuge mit GT3-Homologation, der Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo. Wir haben den Cup R, die Cup R-Klasse, das sind Porsche GT3 Cup 992, 991, 997 GT3 Cup und Ferrari Challenge. Wir haben die Klasse GTS. Das sind Fahrzeuge mit GT4-Homologation und wir haben Cup S-Fahrzeuge. Das ist der 981 Cayman GT4. Wir haben den BMW M2 CS Racing mit am Start. BMW M240iR Cup. Ja, erklärt sich schon anhand des Namens. Dann haben wir TCR-Klasse, fährt auch mit Fahrzeuge mit TCR-Homologation. KTM, da fährt der X-Bow R mit und wir haben den Cup X. Das ist quasi alle sonstigen Klassen, so wenn ich das hier richtig verstehe. So, und die Termine. Wann finden die Rennen statt? Und zwar jetzt an diesem Wochenende fand es statt. Allerdings konnte ich nicht ermitteln und wir haben auch keine Info bekommen, wo die Rennen denn übertragen werden. Im Livestream wäre natürlich schön. Das fand nämlich in Portimão statt. 15. 16. Januar geht es dann auch in Portugal nach Estoril. Und wir haben am 12. und 13. Februar ein Rennwochenende in Jerez und dann geht es nach Barcelona am 12. und 13. März. So, das waren die Infos zur GT-Winterserie und genau. Da sind wir auch schon am Ende angelangt. Wenn ihr selbst Mitglieder einer Community seid, ja, also lasst uns ruhig Informationen zu euren Serien. Teilt uns da ruhig eure Veranstaltungen mit, eure Endergebnisse, eure Ergebnisse von Endurance-Rennen. Ihr könnt natürlich idealerweise auch Bildmaterial mitschicken. Wie gesagt, redaktion@rennwelten.online. Da könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen oder schaut einfach beim Rennwelten auf dem Discord. Da findet ihr uns auf jeden Fall auch, entweder Kevin Renn oder mich direkt anschreiben, Sebastian Sorresino. Das steht hier, glaube ich, nirgendwo, siehst du mal. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass es euch soweit gefallen hat mit dem neuen Format der RennTV News. Ich freue mich natürlich, wenn ihr da ein bisschen Feedback dazu habt, dass ich natürlich auch weiß, in welche Richtung das es geht. Beziehungsweise, wenn ihr Themen vermisst, schreibt ruhig, ihr dürft gerne konstruktiv kritisieren. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dann. Tschüss.